knacken. Stufe 5. Ja gut, das können wir mit Blutmacht erhöhen. Das ist kein Problem. Ja. Sehr schön. Denn hier erwartet uns etwas. Nicht das. Gehen wir kurz zu. Und zwar das hier. Blut, Blutkonserve, Blutkonserve, Ahnenblut. Ja. Noch etwas? Nein? Gut, dann schauen wir schnell ins Inventar. Wir haben bekommen 3 normale Blutkonserven und 2x Ahnenblut. Ahnenblut ist deutlich mächtiger als das normale Blut. Und zwar ungefähr 3x so stark. Damit kann ich mein Lebensleiste, also meine Blutleiste, doch zu gut 3/4 wieder auffüllen. Es gibt noch blaues Blut, das macht füllt die Hälfte der Blutleiste auf. Und das normale Blut macht nur 25% ungefähr. Okay, wo gehe ich jetzt weiter? Ich denke mal, ich gehe hier rein. Du hast mich jetzt nicht gesehen, oder? Komm, beweg dich. Geh weiter. Na los. Wenn er stehen bleibt, auch gut für mich. Ups. Da war die Ansicht ein bisschen schlecht. Einmal frei. Erstmal alle Gegner ausschalten, bevor dass ich hier irgendwie was erkunde. Das ist ja wohl die bessere Variante. Und wenn ich schon mal dabei bin. Wenn ich schon mal dabei bin. Kann ich auch meinen Blutvorrat auffüllen. Schön. Gut. Haben wir denn hier irgendwas? Ein Schlüssel? Zum Lockbohrkühlschrank. Ja gut, den haben wir ja jetzt schon geknackt. Das ist ja nicht mehr so wichtig. Was haben wir hier? Nichts. Das war wohl mal so ein Arzthelf oder so. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Nichts. Schade, hier wäre bestimmt noch ein gutes Versteck für irgendein besonderes Item. Hier irgendwas? Nein? So. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die Tür da öffnen können. Ach, das ist gar keine Tür. Eieiei. Bin blind. Sorry. Das war unnütz. Dann. Da waren wir schon, da sind wir hergekommen. Da runter.
Gut. Dann geht es hier weiter. Blut. Oh, 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 oh. Bin viel zu sichtbar. Ja, gut. Alles halb so wild. Aber wieso ich schwer heilbar und Schaden genommen habe, weiß ich nicht. So, was haben wir denn da drin? Nichts wirklich Interessantes. Okay. Knacken wir mal. Fehlschlag, allerdings ohne Anzeige, was wir brauchen. Na, was denn jetzt? Knacktes Schloss, bitte. Erfolg. Dankeschön. Ja, was haben wir hier? Ein Telefon. Es lässt sich aber nicht benutzen. Na gut, was haben wir hier? Ein Colt Police Positiv Spezial. Diese billige Kleinkaliberwaffe wird von ambitionierten Gangstern im ganzen Land benutzt. Auch bekannt als Handtaschenkanone. Ja, nehmen wir doch mal. Ist ja egal. Und Kaliber 12 Röhrenfutter für die Ithaca. Kann ich nicht nehmen. Ich habe ich schon genug. Das war doch nichts. Nein. Gut. Schade. Wäre interessant gewesen, das Telefon zu benutzen. Das sieht aus wie eine Tür. Merkwürdig. Na gut. Da waren wir drin. Da waren wir auch drin. Oder? Wow. Naja, egal. Gehen wir weiter. Hier. Was ist denn los? Gut. Erledigt. Sind wir hergekommen? Dann schauen wir mal da rein. Hey. So nicht, mein Freund. Obwohl, ich hätte jetzt eigentlich meinen Blutvorrat auffüllen können. Naja, halb so wild. Das ist doch am Fenster, oder? Ja, klar. Mal schauen, vielleicht kommen wir da irgendwie hoch.
Eine verstümmelte Leiche. Okay. Irgendwas? Nein. Das gibt's doch nicht. Ich hänge schon wieder irgendwo. Dann mal lieber kurz speichern. Nicht, dass solche Stellen noch öfter kommen und dann wieder so ein großes Stück nachspielen muss. Gut, was haben wir da drin? Ah, Moment mal. Du gibst mir dein Leben, bitte. Dankeschön. Du hast deinen Lebenszweck erfüllt. Mein Freund. Das sieht auch wieder aus wie eine Tür. Hm. Es ist tatsächlich eine Tür. Ich werde nicht mehr. Dann war das andere auch eine Tür. Ich habe bloß nicht drauf geklickt. Aha. Gut. Schauen wir uns das doch mal an. Ja. Wir können von oben in jede Zelle hineinsehen. Das war die mit dem Flimmerlicht. Okay. Hier waren wir aber schon. Na gut. Dann geht's ja wohl hier weiter. Gute Woche. Eine Ratte. Aber ich brauche jetzt kein Blut. Noch eine Ratte. Und noch eine Ratte. Viele Ratten. Ach ja, genau. Das ist jetzt eine etwas schwierige Kletterpartie. Also man sieht schon, da hoch und dann rüberspringen, dann rüberklettern, die Holzbalken hochfolgen, bis man ganz oben ist. Das ist ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man noch dauernd an irgendwelchen Kanten hängen bleibt. Wieso kann ich da durchsehen? Okay, das war es wohl nicht so gedacht. Ah, oh, gut. Ach, der hat mich gesehen. Ich musste ja unbedingt...